Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu unserer nächsten Übung. Ich habe uns heute hier ein paar Sachen aus dem Strafrecht mitgebracht, das heißt hier Fragen, die man so mündlich stellen kann und noch Antworten dazu, die ich hier vorbereitet habe, wie ihr sehen könnt, an der Tafel. Ich habe allerdings schon die Fragen und die Antworten zusammengebacken, sodass wir hier nicht lange brauchen, um das einzutragen. So machen wir uns auch Lernkarten fertig für zum Beispiel Tatbestände aus dem Strafrecht, die etwas lang sind, die man sich nicht gut merken kann, weil sie so lang sind. Und deswegen hier auch nochmal ein Vorschlag von mir, wie man das hier gestalten kann, damit man es leichter hat beim Lernen. Aber heute erstmal ausgesuchte Fragen aus dem Bereich Strafrecht, Strafprozessordnung, die wir hier gemeinsam besprechen wollen. Die erste Frage oder die erste Aufgabe heißt, nennen Sie Voraussetzungen für die Notwehr, beziehungsweise man könnte hier auch fragen, nennen Sie die Notwehrlage. Nicht? Und die Notwehrlage, die ist dann gegeben, wenn ein gegenwärtiger rechtswidriger Angriff besteht. Ja, auch die einzelnen Begriffe kann man natürlich erklären, aber erst einmal hier in der Vorbereitung soll das so reichen. Ja, also erste Frage oder erste Aufgabe, Voraussetzung, Notwehrlage, gegenwärtiger rechtswidriger Angriff. Es gibt natürlich auch Tatbestände, die etwas länger sind und das ist der nächste, nämlich der besonders schwere Fall des Diebstahls. Der hat hier also 7 Punkte mit noch sehr langen Sätzen, die man sich sehr schwer natürlich merken kann, weil es nicht der einzige ist, den man lernen muss hier für die Sachkundeprüfung gemäß § 34a. Und deswegen habe ich hier die Kurzversion, das heißt, ich habe einen Originaltext aus dem Gesetz genommen und hier die Kurzversion für uns zusammengebacken. Ja, so dass, wenn ich lerne, mich über diese Begriffe dann sozusagen langhangeln kann und dann fällt mir vielleicht dann auch noch mehr ein. Ja, das heißt, wenn ich hier die Tatbestandsmerkmale des besonders schweren Falls des Diebstahls nennen muss, 243 StGB, dann habe ich hier, wie gesagt, die Punkte, die ich hier einzeln dann abarbeiten muss. Das heißt, ein Punkt davon ist zur Ausführung der Tat in ein Gebäude einsteigt, nicht? Das ist so ein Punkt, den ich nennen muss. Da steht noch mehr drin. Da steht, dass er mit einem falschen Schlüssel oder sich daran verborgen hält. Ne? Das kann ich mir aber im ersten Anlauf natürlich nicht alles merken. Und so weiß ich, okay, der steigt zur Ausführung der Tat in ein Gebäude ein. Ja? Das kann ein Dienstgebäude sein, irgendwelche Geschäftsräume sein. Ne? Außer Wohnung, da hätten wir dann die 244. So, eine Sache stiehlt, die besonders gesichert ist. Das heißt, hier muss der Täter erst einmal diese Sicherung überwinden, um sich dann an der Sache dann gütlich zu tun. Und das fällt dann auch in den besonders schweren Fall des Diebstahls. Weiter geht es mit gewerbsmäßig Stiehl. Das heißt, der Täter bestreitet sozusagen aus diesen Diebstählen seinen Lebensunterhalt und fällt damit hier auch in die 243. Aus einer Kirche stiehlt, das können auch andere Räumlichkeiten zur Religionsausübung sein. Ich habe mir hier als Stichpunkt Kirche gemacht beim Lernen, sodass ich auf jeden Fall dann auch vielleicht auf die anderen Räume komme. So eine Sache stiehlt von Bedeutung für Wissenschaft, Kunst oder Geschichte, technische Entwicklung, nicht, die in einer öffentlichen Ausstellung sich befindet. Ja, und wenn er da einen Diebstahl begeht, ist er dann hier im besonders schweren Fall. Oder stiehlt, indem er die Hilflosigkeit einer anderen Person hier ausnutzt und eine Handfeuerwaffe stiehlt, zu deren Erwerb es nach dem Waffengesetz der Erlaubnis bedarf. Das sind also die Punkte, die hier aus dem Diebstahl 242 StGB dann den besonders schweren Fall des Diebstahls machen. Das muss ich natürlich dann auch so wissen. Im Bereich der schriftlichen Prüfung muss ich dann diese Antworten finden, also Multiple-Choice-Verfahren. Und bei einer mündlichen Prüfung muss ich die Antwort dann so einfach den Prüfer sagen. Gut, weiter geht's
mit den nächsten Fragen. Ich habe heute einige mitgebracht aus der Strafprozessordnung. Auch hier 127 Absatz 1 StPO. Da könnte man eben auch nach den Voraussetzungen fragen. Und die Voraussetzungen für die vorläufige Festnahme sind dann gegeben, wenn Sie jemanden auf frischer Tat betroffen oder verfolgt haben und hier die Identität nicht sofort festgestellt werden kann, beziehungsweise hier Fluchtverdacht besteht. Ja, das finden wir dann. Ich schreibe auch immer die Hausnummern mit dazu, dass man dann eben auch mit dem entsprechenden Buch nachlesen kann. Alle Gesetze finden wir auch kostenlos im Internet, auch die neuesten dann immer. Die lade ich mir dann auch immer gerne runter und habe dann immer das Neueste zur Hand. So, weiter geht's mit dem nächsten Tatbestand hier, Diebstahl und Unterschlagung. Erstmal zusammengestellt. A, kann ich natürlich einmal die Tatbestandsmerkmale des Diebstahls dann aufführen und natürlich die Tatbestandsmerkmale der Unterschlagung. Und wir haben bei beiden eine fremde, bewegliche Sache und die rechtswidrige Zueignung. Und beim Diebstahl, ganz einfach, kommt noch hier die Wegnahme dazu. Ja, so dass wir die Tatbestandsmerkmale von der Unterschlagung 246 und vom Diebstahl 242 zusammen lernen können. Ich habe es hier extra zusammen abgefragt, um auch den Unterschied zu verdeutlichen. Es ist eigentlich dann bis auf eine Handlung, nämlich die Wegnahme, gleich. Ja, machen wir weiter mit den bunten Fragen, die ich hier ausgewählt habe heute. Weiter geht's mit der Urkundenfälschung. Auch die Urkundenfälschung hat natürlich Tatbestandsmerkmale objektiv gesehen und die sind gegeben, wenn ich ihm zur Täuschung im Rechtsverkehr eine unechte Urkunde herstelle, eine echte Urkunde verfälsche oder eine unechte oder verfälschte Urkunde gebrauche. Ja, auch das muss ich natürlich auswendig wissen, A, um die schriftlichen Fragen zu lösen oder eben auch eine mündliche Frage so beantworten zu können. Ja, weiter geht's noch mit dem Hausfriedensbruch, also auch ein Delikt, was relativ häufig in unserem Bereich vorkommt. Nämlich auch da muss ich die Tatbestandsmerkmale wissen. Das heißt, ich habe hier ein widerrechtliches Eindringen oder das Nicht-Entfernen trotz Aufforderung eines Berechtigten. Ich habe mir auch hier wieder die Tatbestandsmerkmale so ein bisschen zusammengeschrieben, dann auch ein bisschen auseinander gehalten, dass ich weiß, aha, hier gibt es zwei Vorgänge. Einmal so ein aktives Tun, das widerrechtliche Betreten, und einmal haben wir dann das Nicht-Entfernen trotz Aufforderung eines Berechtigten. Ja, das sogenannte Verweilen. Und das ist auch ein echtes Unterlassungsdelikt, also in der zweiten Alternative. Weiter geht es auch nochmal mit dem Diebstahl alleine. Der könnte ja auch abgefragt werden als solches, jetzt ohne es dann mit der Unterschlagung gemeinsam abzuprüfen. Und hier habe ich auch, wollte ich auch nochmal zeigen oder verdeutlichen, damit dass ich den ganzen Text auswendig lerne, vielleicht auch in der kurzen Zeit gar nicht lernen kann, weil es immer 50 Paragraphen davon gibt, die ich mir angucken muss. Und deswegen hier die Kurzversion: fremde bewegliche Sache, Wegnahme und rechtswidrige Zueignung müssen mir dann reichen als Lernkarte, um da das Wissen dann zu speichern. Die nächste Aufgabe ist dann, was verstehen Sie unter einem Versuch gemäß 22 StGB? Und der Versuch ist dann gegeben, wenn der Täter nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestandes unmittelbar ansetzt. Da habe ich den Text einfach im Original gelassen. Der ist jetzt nicht so lang. Den kann man sich noch einigermaßen merken. Wichtig ist natürlich das unmittelbare Ansetzen zur Tat. Ja, in 22 StGB steht das Ganze. Und dann habe ich hier noch zwei Notstände zum Schluss aufgeführt. Einmal der rechtfertigende Notstand und einmal der entschuldigende Notstand. Da haben wir auch Synergieeffekte beim Lernen. Man sieht, dass der rechtfertigende Notstand dann gegeben ist, also die Voraussetzung oder die Notstandslage ist dann gegeben, wenn ich hier gegenwärtig nicht anders abwendbare Gefahr habe. Und dann aufgeführt in die
Rechtsgüter Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut. Und bei den entschuldigenden Notstand, da habe ich dann nur noch die Einschränkung auf die drei genannten Leben, Leib und Freiheit. Ja, das heißt, sonst sind die gleich. Das heißt, wenn ich den einen gelernt habe, dann muss ich bei dem anderen nur ein Stück was weglassen und schon habe ich hier Synergieeffekte beim Lernen. Ja, das war jetzt hier wieder eine Zusammenstellung aus dem Bereich Sachkundeprüfung gemäß § 34a und die Fragen, die dann in so einer Prüfung kommen können. Ich hoffe, das hilft euch weiter und wenn ihr Lust habt, schaut wieder rein. Bis dahin.